Ich habe bis vor kurzem meine Sexualität geheim gehalten. Und zwar nämlich, dass ich nicht nur auf Männer stehe, sondern auch auf alles andere, was männlich und über 18 ist. Das war nice. Also, wenn ich euch damals ein paar Mal über alte Dates oder Ex-Freunde erzählt habe, dann war es das meistens oder manchmal auch ein Mädel, über das ich geredet habe. Das wusstet ihr nicht, weil ich es halt für mich behalten habe. Weil ich auch da dachte, passt auf, das erste Mal, als ich mich vor einer Person geoutet habe, als, hey, ich stehe nicht nur auf Männer, sondern auch auf Frauen, war das erste, was ich damals gehört habe, hey, das ist mega gut, weil dann kann man ja mit dir voll nice Dreier haben. Und das war so verletzend und so schlimm für mich. Gott, hat mich das verletzt. Und deswegen war ich so, ich will das halt nie wieder irgendwem sagen. Und es hat mich so abgefuckt. Und deswegen war ich, okay, cool, ich sag das niemandem. Ich sag's niemandem mehr, weil es kann jedem egal sein. Und ich habe keinen Bock, so einen Spruch nochmal zu hören, weil das einfach so nicht das ist, worum es geht. Oh mein Gott, das ist so daneben. War schon low, die Antwort. Ja, war schon echt fucking low, um es mal nett auszudrücken. Aber auch das ist mit der Zeit einfach fucking anstrengend geworden, weil ich halt einfach ich bin und so bin, wie ich bin. Und wenn ich dann, Gott, wie oft hatten wir die Situation, dass wir irgendein Videospiel gespielt haben und ich gesagt habe, dass ich mega in diesen weiblichen Videospielcharakter gerade verliebt bin, weil sie so toll ist. Und der ganze Chat direkt voll mit, bist du lesbisch? Und ich war so, oh, okay, gut, was sage ich jetzt? Ist ja noch ein Geheimnis, okay. Nein, bin ich nicht. Man kann auch weibliche Charaktere cool finden, ohne irgendwie auf Frauen zu stehen, kennt ihr doch alle auch, sicher? Und es war so nervig. Und ich habe keinen Bock mehr, mich zu rechtfertigen für jede Sache, die ich sage. Deswegen ist es so viel leichter, einfach zu sagen, was Sache ist. Und wer mich deswegen jetzt nicht mehr mag, der kann sich halt f***ing gehen. Oh mein Gott. Und wer mich deswegen nicht mehr ernst nehmen kann, der kann sich halt f***ing gehen. Oh mein Gott. Und wer jetzt sagt, oh, sie steht auf Männer und Frauen, ja geil, Dreier. Der kann sich halt in seinen Träumen gehen, weil das halt niemals passieren wird. So erleichtert. Man sieht die Erleichterung an. Ja. Und ich bin so happy, Alter. Ich bin so happy, dass ihr alle so chillig seid. Und nein, ich bin nicht lesbisch. Ich bin das, was man als pansexuell bezeichnen würde. Ich hasse das Wort, deswegen sage ich es ungern. Das heißt, ich stehe auf Männer und Frauen und alles, was dazwischen und darüber hinaus ist. Es ist mir wirklich scheißegal, welches Geschlecht irgendwer hat. Ich bin eher so der Charaktermensch. Woher weiß man, ob man bi oder pan ist? Naja, ich habe persönlich pansexuell so verstanden, dass dir das Geschlecht so komplett egal ist. Also wirklich egal ist. Und es ist mir komplett egal. Jeder kann so ein bisschen selber für sich entscheiden, wie er das sieht. Ich bin einfach kein Fan von diesen Bezeichnungen. Ich hasse das Wort. Ich hasse das Wort bisexuell, ich hasse das Wort pansexuell. Ich finde es einfach kacke. Ich mag das nicht. Ich bin einfach der Mensch, ich sage einfach, ich mag Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht. Ich hasse Labels. Und wenn du dann sagst, oh ja, ich bin pansexuell, dann ist es direkt so, okay, was ist das? Und wo ist genau der Unterschied zwischen bisexuell? Okay, aber das bist du nicht. Okay, und wie genau ist das da? Deswegen bin ich einfach so, ich hasse das. Weil wenn du anfängst mit Labels, dann bist du direkt wieder in Schubladen, weil Leute halt bestimmte Wörter mit bestimmten Sachen verknüpfen. Das hasse ich. Das hasse ich. Deswegen bin ich kein Fan davon zu sagen, ich bin die Sexualität und das ist meine Flagge. Ich bin eher so, weil ich auch so den Flaggen ziemlich süß finde, aber ich bin eher so, ich mag Menschen, der Rest ist egal. Ich will kein Wort dafür. Also ich habe ein wunderbares Bild gefunden. Das füge ich euch jetzt mal eben ein. Also ich habe einfach mal Google gefunden. Ich habe eine Sekunde gegoogelt und dieses Bild gefunden. Okay, also bisexuell. Das Wort kommt von daher, dass es binary, also zwei Geschlechter gibt. Du kannst dich also zu Männern und Frauen hingezogen fühlen. Du kannst dich zu Männern, Frauen oder mehr Geschlechtern hingezogen fühlen. Also man sagt ja, dass es mehr Geschlechter gibt, wie man sich halt fühlt. Das sollte sagen, okay, ich weiß, ob ich Mann oder Frau bin. Dann kannst du dich auch dahin angezogen fühlen. Aber das Wichtigste, würde ich sagen, ist, deine Gefühle können anders sein aufgrund des Geschlechtes. Also es kann sein, dass du eine Frau anders liebst als einen Mann und dass du dich da einfach anders verhältst. Bei pansexuell ist es, dass du zu Leuten angezogen wirst und es ist egal, was für ein Geschlecht. Außerdem ist es egal, wie du dich zu der Person angezogen fühlst, egal, wie das für ein Geschlecht hast. Und deine Gefühle sind nicht anders, nur weil jemand ein anderes Geschlecht hat. Also du bist genau gleich in eine Frau verliebt, wie du auch in einen Mann verliebt bist. Ich hoffe, ist jetzt klar und ich habe keinen Bock mehr, das noch weiter zu erklären, aber googelt es einfach und es ist mir auch wirklich scheißegal. Bitte nennt mich aber einfach nicht bisexuell. Ich mag das Wort nicht.
Ich mag auch das Wort pansexuell nicht. Ich bin einfach nur Anni und Anni mag Menschen.